Ah, bin ich heute fit. Erst richtig fertig und jetzt richtig fit. Ja, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie mein Arsch brennt. Das Geile ist, wenn ich so spreche, weiß ich, das schneidet Flo dann den Trailer. Leute, Patak, vier ist richtig hart. Hättest gedacht, dass es so hart wird? So habe ich mir die Romanics vorgestellt. Meine neue Herausforderung heißt Red Bull Romaniacs 2022. Ich bin eigentlich Bobfahrer in der deutschen Nationalmannschaft. Ich fahre jetzt seit 38 Betriebsstunden Motorrad, also blutiger Anfänger. Ihr seht, wie ich mal schreibe. Ich schaff das nicht. Wie habt ihr gesagt, wir gehen in den Europa? Gleich geht's los, ihr Vogel, Alter! Servus Leute und ein wunderschönen guten Morgen. Ja, wir sind gerade auf dem Weg zum Start. Ich bin mega müde, ich habe super schlecht geschlafen. Der Schnupfen ist ein bisschen beschissener geworden, aber hey, was soll's, wir ziehen durch. Ja, wir laden jetzt Motorrad aus und ich habe mich hier im Auto schon angezogen, weil wir im Stau standen. Bin mal gespannt, wie es heute wird. Ich sag mal, gestern war es technisch nicht so anspruchsvoll, es war schnell, aber trotzdem waren es halt 109 Kilometer und die Zeit auf dem Motorrad ist einfach brutal. Also da kann man echt nur sagen, Respekt an jeden, der das durchzieht. Wie gesagt, ich denke, selbst wenn ich 100 Kilometer Feldweg gefahren wäre, wäre das super anstrengend gewesen. Man muss ja die ganze Zeit auf dem Motorrad halten und so. Und ja, mal gucken, wie jetzt Tag 2 wird. Ich hoffe, gestern habe ich noch gesagt, oh, vielleicht noch ein bisschen technischer, dass ich vielleicht ein paar Plätze vorfahren kann. Heute mit der heutigen Verfassung sage ich eher, hoffentlich bleibt alles so. Na gut. Ich melde mich dann wieder am Service Point. Servus Leute, Service Point für Offroad Tag 2 steht. Neben uns Theo Kabakschiev. Letzte Nacht hat es etwas geregnet und der Streckenanspruch sollte angeblich auch noch etwas gestiegen sein. Hoffen wir mal, dass alles klar geht und warten wir mal auf den Paul. Bis später. Alles Müll. Was ist alles Müll? Alles Müll. Was ist alles Müll? Das ist anstrengend. Warum hast du da so ein Loch im Jersey? Ist da ein Mulli gekreuzt und hast ihn übersehen, oder was? Das Bett geflogen. Ja, erzähl. Statusbericht. Ja. Schwerer als gestern. Also technisch anspruchsvoller. Und dann fährst du ja auch besser, oder? Ich freue mich, wenn es technischer wird. Heute freue ich mich über jeden Trail, der kommt, damit ich mich ausprobieren kann. Ich bin richtig platt. Aber es wird schon weiterkämpfen. Und ja, keine Ahnung, es geht ja 20 Minuten berg runter. Und dann geht das die ganze Zeit brrrr und das genervt. So, ja, das nervt halt. Und dann geht es wieder berghoch, dann geht es wieder berg runter und ewig, alles immer so lang. Wenn jetzt so auf einer Skala von 1 bis 10, so 10 ist so, du stehst am Olympiastartpunkt und bist voll fit und 1 ist so, du hast Hirnhautentzündung, wo sortierst du dich gerade ein körperlich? 7, 6 so. Ach ja, das ist ja noch super. Hä? Das ist ja mega. 7 oder 6, da geht ja noch richtig was. Dann gibst du jetzt mal Gas, dann kommst du heute Abend mit einer 3 an, dann regenerieren wir dich wieder auf eine 9,5 für morgen früh und dann geht's weiter. So, Nachmittagsetappe, Offroad Tag 2, was nimmst du dir vor? Ankommen. Ankommen. Das Ziel ist der Weg, oder was? Ja. Das sag ich ja auch mal. Ja, Kevin hat gerade zu mir gesagt, so wie der Zustand jetzt ist, mit dem soll ich mich anfreunden, das wird noch schlimmer. Und ich kann einfach nicht mehr, ich würde am liebsten weinen. Ich bin richtig im Arsch. Ja, also, Ami würde sagen, be comfortable being uncomfortable, aber du verstehst halt kein Englisch. Meine Arme sind so tot, die sind so wie Spaghetti, Alter. Und das ist. Ich könnte viel schneller fahren, wenn ich fitter wäre. Aber ich glaube, so geht's ja allen. Ja, auf jeden Fall. Also. So Leute,
Fall kurz mit. Die Leute total im Arsch. Bin auch so im Block gekommen. Gerade. Das sieht halt spektakulär aus. Jawohl. Stark 2, Mann. Hälfte. Digga, mir tut der Hose weh. Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber heute, also das war ein Bronzetag für mich. Das, geil? Ja. Happy? Hast du das Panorama mal drauf? Ja, okay. Klar. Alter. Ja, das ist Timo von Anyride und für den Pop aus der ISG. Hui! Also, hey, ich kann beide nicht leiden. Oh, was machst du? Pisst ihr in den Kühler, oder was? Ja. Ich musste so pullern. Bremsgrün, so tief. Da habe ich mich überschlagen. Da dachte ich mir, okay, ist nichts passiert. Auf einmal fliegt mir die Karre vor auf dem Bein von hinten noch. Dann schlägt die sich über noch zweimal, aber es nischt. Gar nicht. Also, die Karre wundert mich, dass das heute so geblieben ist. Echt. Ja, dann musst du durchrollen lassen. Arsch hinter. Hab ich doch. Mensch. Dann bin ich ein Stück nach vorne gegangen. Weißt du, was wir für einen unfassbar geilen Tag hatten? Vom Fahren? Das war, ey, das war so geil. Das Video, also das Video musst du dir auf jeden Fall angucken von Offroad Tag 2, wo gerne, was gerne nicht für Scheiße gemacht haben alles. Ey, weißt du, da fährst du mit dem Adventure Bike irgendwo oben aufs Ziel und dann die Legende wird erstmal interviewt. Okay, person, just starting riding hard enduro. Why did you arrive to Romania and how was it the rally until today? We are half of the event. I think as a professional athlete, it's important to search a lot of challenges. And for me, the Red Bull Romaniacs was a big challenge. So Leute, ich bin im Ziel. Kevin und Gerd haben auf mich gewartet. Jetzt guckt euch mal das Panorama an. Bobslayer. Ich sag's euch, doch zwei hat es in sich. Das war wirklich Bronze. Es war technisch, es war schnell und ich habe mich so gefreut über die schnellen Passagen, weil ich dann einfach mich mal ausruhen konnte. So habe ich mir einen Bronzetag vorgestellt. 1:1 so. Das Panorama. Unser Fahrerlager steht. Armin ist schon am Reifenmontiermaschine aufbauen. Der legt direkt los, macht das Bike fresh. Ich werde mich gleich schlafen legen. Ich hänge noch die verschwitzten Klamotten auf und dann ja, muss ich echt pennen. Hier. Armin schon vor am Bastian. Vor allem feiert diesen Lucky-Schlaf. Und da hat Armin gestern 5 Minuten gebraucht, den zu wechseln. Also das ist schon rekordverdächtig. Ich zeige euch mal die Mopete, wie die heute aussieht. Genau. Ja, Statement hab ich erzählt, wie es heute war. Ich gehe schlafen. Meld mich später. Tag 2 ist rum. Ich bin total kaputt. Ich war gerade noch bei der Physio, habe meine Füße tapen lassen. Die schmerzen richtig doll und ich gehe jetzt einfach nur schlafen. Drück die Daumen, dass es morgen gut wird. Tschüss. Ich habe mich gerade angezogen. Und jetzt fahren wir hoch zum GPS-Point, wo wir es gestern abgegeben haben. Ich will mein GPS. Und dann fahre ich noch eine Viertelstunde bis zum Stoffrotstadt mit dem Motorrad und dann geht's los. Ich bin wirklich fertig. Und ja, drückt mir die Daumen, dass ich durchhalte weiterhin. So, Navis sind geholt, macht Armin gerade fest. Regel aufgeführt, Power Gear aufgeführt. Und ja, hier ist der Offroad. Hier gibt's die GPS. Hier bereitet sich vor. Peter sieht noch ein bisschen dreckig aus von gestern. Ja,
Reifen. Passt. Geht los. Ja, da kommt Henry, wir fahren jetzt bergab. Bremspunkt von der Bremse ist richtig scheiße. Wird dein Bremspunkt auch schlechter? Wird dein Bremspunkt auch schlechter? Also hier geht es gerade richtig steil bergab. Und da dachte ich, ich nehme euch mal mit. Geil, ja. Kevin würde jetzt wieder meckern, würde sagen, viel zu hoch, du Rick. Tut mir leid, Rudi. Ich hab dich trotzdem ganz verliebt. Oh, das war geil. Junge, Junge, Junge. Landschaft ist da. Ich will übrigens noch jemanden grüßen, wie immer. Und zwar meine Familie. Meine Frau, mein Kind, meine Mama, mein Papa. Ich hab euch lieb. Dann noch auf jeden Fall vor allen Dingen müssen wir legen. Wir haben einen Tag vor Rumänien noch 30 geheiratet, gell? Mal sehen, wie viele Frauen das mitmachen. Naja, auf jeden Fall die. Dann noch Robin, der mir die Karre gestellt hat. Oh, 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 oh. Puh. Dann. Mein Trainer Norm, der sagt, der Kevin, der mir da vertraut und mir mich das machen lässt. Ja, auf jeden Fall. Und meine Oma wieder. Die war die coolste im Alter klein, das sage ich euch. Weggerutscht.
Kevin, grüß dich. Der hat mich überrascht, Junge, hab ich geheult, ne? Ey, ohne Scheiß. Das ist eine Freundschaft. Ich glaube, wir würden uns füreinander die Hand abschneiden. Solche Freundschaften hatte ich noch nicht so oft, du. Und das noch wenig Zeit. Richtig lieb geworden, den Boy. Weberwerke, Alter. Die haben immer dran geklappt. Und meine Jungs von X-Crib. Gerhard, der Benji, Erwin. Alter, aber Flo, Jonas, Andy Weber. Die waren da, Alter. Die haben das Projekt gefördert und haben an mich geglaubt. Die Boys. Rising up, back on the streets. Oh Mann, jetzt kommen ja schon wieder. Kommen ja schon wieder welche. Was? Du wirst noch zu einem richtigen, weißt du, zu was du noch wirst? Zu einem richtigen Anschieber. Hier mach ich immer sehr langsam. Wenn du da runterfliegst, dann war's das. Sind seine Karre runtergeflogen? Quatsch! Gleiches Service Point. Bis die Bremse versagt, Junge. Wichtig ist nur, dass wir nicht runterknallen. Trainer, was? Alter, das ist mal steil. Junge, ich laufe auch. Am besten wir fahren quer. Am besten wir fahren hier wieder quer. Weil so ist ganz schön. Hey, my friend. Ah, bin ich heute fit. Erst richtig fertig und jetzt richtig fit. Richtig fit. Ey, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie mein Arsch brennt. Das Geile ist, wenn ich so spreche, weiß ich, das schneidet Flo dann den Trailer. Für Servicepunkt. Das ist doch geil, Junge. Für Servicepunkt ist eigentlich noch zu früh. Nee, 8 Kilometer hat er vorhin gesagt, mein letzter Checkpoint. Soll ich dir helfen? Hier runter, komm. Was? Was sagst? Was sagst? Oh, Dicker, fahr mal ein Stück vor, bitte. Danke. Gut. So habe ich mir die Romaniacs vorgestellt. Ich bin fast aus dem Maul geflogen. Das geht ganz schön auf den Trizeps. Der Schüssel.
Das geht ganz schön auf den Trizeps. Und soll ich dir was Lustiges sagen? Wir sind noch lange nicht unten. So ist das denn so, Wege? Da fährt jeder normale Mensch halt lang. Und ich habe dann das Glück, ich fliege hier runter. Moin Leute, auf Tag 3. Wir stehen hier am Service Point. Bis jetzt immer nur planmäßige Tätigkeiten gehabt am Bike. Immer alles heile geblieben. Und hoffen wir mal, das bleibt auch so. Hey Bobby, Alter! Hat da jemand Motivation oder was? Geiler Tag, ja? Alter. Ja, Mann! Geil, ey! Wir sind eben 20 Minuten richtig kranken Downhill gefahren. Echt? Ja. Läuft? Ja, läuft richtig, Alter. Sehr gut. Viel geiler, wenn Henry dabei ist. Meine Rolle oder was? Ja. Ist richtig geil, wir müssen es umbauen hier. Ich habe aus Versehen das Handy rausgerissen. Achso. Ja, setz dich hin, steig ab. So eine geile Scheiße heute. Wirklich. Richtig fett. Hey, freut mich richtig, dass der Bock macht. Ich hatte schon ein bisschen Schiss, dass du down bist, aber Tag 3 läuft ja dann richtig, ey. Nee, Alter, richtig geil, Alter. Mega. Hat Spaß? Ja. Technisch? Übelst technisch heute. Aber wir sind alles im ersten Zug gefahren. Und ungefähr wieder 40 Kilometer Wiese. Aber die ganzen technischen Sachen haben die alle gehangen und wir sind eigentlich alles. Boah, Junge, ey, du bist so sparsam auf Reifen. Da hätten wir theoretisch einen Reifen machen können für die ganzen Romaniacs. Ey, ich bin richtig glücklich. Geil. So, damit darf ich wechseln, wir haben uns gegenseitig die Busch. Henry hat die schnellen Stücke gemacht und ich habe hier die Bergabscheiße gemacht. Oder halt diese Tickwege hier, diese Bronze-Teamwertung. Bronze-Teamwertung. Also Henry und ich wären auf jeden Fall ein richtig guter Silberfahrer. Macht doch was. Nee, ich meine, zusammen. Praktisch, wenn wir uns zusammentun würden. Aber dann braucht er Egon als Teammanager. Ja, Egon ist cool. Ja, jetzt Egon war kurz hier. Ich sag einfach kurz danken. Das ist doch nicht normal. Ja. Komm, erschmal hey. Das Alter. Hier. Schmeiß mal rein, die Cobra, Alter. Die Cobra. So, hier. Sehr geil, sehr geil, sehr geil. So, afrikanisches Ready. Ready Togo, oder was? Ready Togo. Geil. So, wir machen für die lieben Leute des Weber-Vlogs machen wir jetzt mal hier die Eddie-Cam. Hier, Eddie-Cam. Waltet eines Amtes. Da fährt er von dann. Und dann. Zurück. Ich bin nicht mit Armin zurückgefahren, weil da gibt es einen Stau, der dauert über 2 Stunden. Und dann hat mich Kevin einfach auf Motorrad mitgenommen. Ich bin ein Taxi, hallo. Danach bin ich zu Pauli umgestiegen, da hat mich Pauli mitgenommen. Jetzt gehe ich schnell in die Stadt was essen, dann gehe ich schlafen. Und ich denke mal, Armin wird noch 2 Stunden brauchen. Es tut mir richtig leid. Armin, ey, es tut mir wirklich leid. Aber Race Day war heute richtig geil.
Wie gesagt, ich bin mit Henry zusammengefahren. Wir sind heute den kompletten Tag zusammengefahren. Und das hat mich unwahrscheinlich gepusht. Servus Leute und herzlich willkommen zu Tag 4. Ich muss mich ein bisschen beeilen, wir sind ein bisschen spät dran. Wir fahren jetzt zum Paddock, holen die GPS per Motorrad und fahren dann zum Startpunkt auch per Motorrad. Heute soll der schwierigste Tag sein, also drückt die Daumen, ich will unbedingt ins Finish. Mal sehen, ob ich es schaffe. Bis später. Fühlst du dich, Paul? Letzter Tag? Ich bin schon fertig. Aber war ich gestern auch und dann war ich gut raus. Es geht dann wieder. Henry, komm! Machen wir jetzt los. Ich fahre heute den ganzen Tag mit Henry. Henry bringt mich heute ins Ziel. Race Day 4. Cool, guys. Leute, Fahrtag 4 ist richtig hart. Kupplung. Hier bist du. Gut, ich komme. Ach Mann. Ich will nicht mehr. Oh. Hättest du gedacht, dass es so hart wird? Wir machen 29. Ja. Wie geht's dir sonst? Hier. Komm, fragst du nur. Kurze Endfoto zum Ziel. Steil. Schau, dass du drauf.
wenn es geht, also eben ist einer drauf sitzen geblieben, das ging ganz gut. Die anderen, die fliegen, die schmeißen halt die Karre runter. Nee, du, 2 Minuten. Du hast es. Das ist das letzte Ding. Die sind da, die fahren, du musst einen noch so ein bisschen rumfahren. Sei hier nur einmal vorsichtig. Aber dann halt sie fest, weil die anderen, die sind da links wieder runtergeflogen in den Hang rein. Halt sie hinten fest. Servus, alles fit? Ja, genau. Tut dir nicht weh. Alles gut. Ganz langsam. Du hast es. Du glaubst nicht, wie happy ich bin, Alter. Ja. Geh weg davor. Legst du nach links. Andere Seite, wenn es geht. Ja, passt. Sehr gut. Komm mit, Kevin. Ja, natürlich komme ich mit. Du musst da noch einmal nach hinten. Fahr. Oh, Achtung, alles gut. Auf geht's, mein Kollege. Du hast es. Oh, ist das schön. Sehr gut. Auf geht's. So, 2 Minuten im Ziel, was sagt er? Immer noch fertig. Haben wir gerade alle ein bisschen geweint, hä? Ja, haben wir geweint. Aber das kann man auch mal, oder? Oh. Geil. So, was sagst du zum Paul seiner Performance? Perfekt. Gut, alles durchgerockt. Jetzt im Ziel, besser konnte es nicht gehen. Sehr schön. Also du bist stolz und happy? Ja, auf alle Fälle. Sehr gut. So, Paul, was sagst du zu Paul seiner Performance? Unvorstellbar heftig. Ich glaube, dass dieser alte Fettflug geschafft hat. Höchstens danke dir. Geil. So, Leute, ich bin im Ziel. Das Projekt Romenix ist jetzt vorbei. Ich danke allen, die mich auf dem Weg bis dahin unterstützt haben. Vor allen Dingen meiner Crew, Kevin, Gerhard, Paul, Armin. Ihr wart einfach die geilsten. Kevin, ohne dich wäre ich hier, glaube ich, nie durchs Ziel gefahren. Wirklich vielen Dank. Danke. Wir weinen schon wieder. Ey, ich freue mich über einen Kommentar, Alter. Oh. Over and out. Ja, komm, baby, here we go. Komm, du kleiner Mann! Noch ein bisschen!